Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Reihe Unterwegs mit Frank. Heute geht es von Brakel durch die Brakeler Märsch. Über die Hügel, die man dort oben sieht, quasi südlich der Nete entlang Richtung Riesel und von Riesel aus zurück nach Brakel. Viel Spaß dabei! Ja, hier schlängelt sich die Nete durch die Wiesen und erreicht dann ein paar Kilometer weiter, kurz vor Höxter, die Weser. Dass diese Tour wieder bei uns vor der Haustür begonnen hat, ist übrigens völliger Zufall. Aber zeigt aber auch, dass man nicht immer unbedingt Gott weiß wohin fahren muss, um ein bisschen was zu sehen. Wir sehen mal. Okay, schauen wir mal, ob wir den entdecken, oder? Wir haben ja so viel Glück wie mit dem Weideschwein, haben wir den belassen. Ich habe definitiv keinen gesehen. Also keinen Bullen. Guck an, guck an. Als die neu gemacht wurde, das weiß ich noch. Da sieht man mal, wie alt man ist und wie lange man hier schon arbeitet. Die Nete immer noch auf dem Weg zur Weser. Und wir sind immer noch auf dem Weg nach Riesel. Durch den Tunnel da hinten geht es übrigens nach Erkeln, aber wir wollen ja nach Riesel. Naja, was heißt Tunnel? Unterführung, sagen wir mal so. Ne? Das ist übrigens die Bundesstraße 64 und da ist die Nete unterwegs zwischen der B64 und der Nete. Mit Frank. Und ihr seid ja auch dabei. Schön übrigens. Und von hier hat man einen richtig tollen Blick auf Brakel. Ganz hinten rechts sieht man die Hindenburg. Pfarrkirche St. Michael in der Mitte. Dann etwas weiter links die evangelische Kirche. Das Werk vor der evangelischen Kirche ist Sperrholz Bäcker. Dann sieht man da hinten das Kornhaus. Und da hinten GKT Thermoglas bzw. auch FSB. Einer der renommiertesten Türdrückerhersteller übrigens. Darf man mal sagen, ne? Die sind hier im Radladen. Und wenn ihr unterwegs seid, in Schulen oder sowas, oder auch in Möbelhäusern, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass ihr ein Produkt von Sperrholz Bäcker antrefft, denn die sind spezialisiert auf Formholz. Also ich erinnere mich, als ich in die Grundschule gegangen bin, da hatten wir so Stühle, die waren komplett aus Lehne und Sitzfläche waren in einem und komplett aus Holz. Das war Formholz und ich möchte wetten, dass ich damals schon
mein Hintern auf einem Produkt aus Brackelplatt gesessen habe. Wer den Kanal öffnet, wird das erkannt haben. Da geht's zum Löwe. Wenn es jetzt regnen würde, was es definitiv nicht tut und wonach es eigentlich auch nicht aussieht, könnten wir hier relativ schnell zurück ins Parkour, denn da ist die Südheimerlinde und da geht Schützenfest immer die Lobeprozession hin. Schützenfest. Da war doch was, ach ja, schon lange nicht mehr gefeiert. Die sind gerade frisch aus dem Stall geholt worden und freuen sich ganz offensichtlich darüber, dass sie jetzt ein bisschen rumtraben können. Also vermutlich ist das Galopp, das mit dem Traben habe ich jetzt einfach gesagt, weil ich es nicht besser weiß. Ich weiß, manche von euch kennen sich richtig gut damit aus, ich nicht. Reden auch miteinander. Immer gut, miteinander reden ist immer gut. Ja, hier kreuzen sich B64 und Nete. Wir halten uns erstmal weiter an die Nete. Die B64 werden wir gegen Ende unserer Tour nochmal unterqueren. Aber bis dahin ist noch ein bisschen. Wir müssen durchhalten. Also mein Riesel. Tja, das war es auch schon weitestgehend mit Riesel. Jetzt links auf im hinteren Felde. Diesen Bahnübergang habe ich überhaupt keine guten Erinnerungen. Er hat mich nämlich mal eine Ölwanne gekostet. Ja, natürlich war ich da zu schnell. Aber es war auch ziemlich huckelig. Inzwischen ist es gerade. Naja, Geschichte. So, das war sie, diese Folge in der Reihe unterwegs mit Frank. Ich habe euch mitgenommen auf eine Wanderung, zunächst zu Schiebrei-Kleinmärsch, dann auf einem Weg zwischen Bundesstraße 64 und Nete Richtung Riesel und von Riesel zurück nach Brakel. Da vorne ist die Unterführung zur B64, von der ich euch erzählt habe. Und von da aus ist es auch wirklich nicht mehr weit bis nach Hause. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn ihr vielleicht selber motiviert werdet und sagt, Mensch, die guten Vorsätze habe ich doch noch nicht über Bord geworfen. Ich kriege das Gesäß auch mal vom Sofa und wir wandern ein wenig. Vielleicht begegnet man sich ja mal. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, unterwegs mit Frank. Bis dann. Tschüss.